Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine-Time und ich spiele mit Feng Min und den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse, die da einmal sind. Und Technikerin, die dritte Woche in Folge ein Feng Min-Perk. Damit wird jedes Mal, wenn ich einen Fähigkeitscheck vermassel, spannend gegen den Doktor übrigens, schade, wird der Fortschritt 3%, kriege ich einen Malus dann auf den Reparaturfortschritt, aber der Killer bekommt kein Knallgeräusch und ja, auch die anderen Survivor kriegen das nicht so sehr mit, wenn ich einen Skillcheck am Gen vermassel. Außerdem sind die Reparaturgeräusche 8 Meter weniger weit zu hören von dem Gen, an dem ich arbeite. Dazu habe ich Hyperfokus mitgenommen. Wenn ich in Folge mehrere Skillchecks treffe mit Hyperfokus, großartige Skillchecks, dann stacken die sich und jedes Mal bekomme ich einen größeren Fortschritt auf den großartigen Fähigkeitscheck. Das fand ich deswegen ganz witzig, weil ich die großartigen nicht immer so gut treffe. Und dann kann man das so ein bisschen üben und sich mehr darauf fokussieren, auf den Hyperfokus. Ich glaube, er ist links von mir. Außerdem kommen angeblich öfter Skillchecks, was ich jetzt nicht so sagen kann. Aber es ist doch trotzdem eine ganz gute Gelegenheit, das mal zu üben mit Technikerin gemeinsam. So, Jane ist weder im Gen noch in der Jagd, deswegen hoffe ich, dass sie retten geht. Ja. Dann ist noch rechts Gelegenheit nutzen von Kate im Schrein der Geheimnisse. Das zeigt mir die umliegenden Paletten und Fenster und auch Türen an im Radius von 32 Metern, ob sie stehen oder liegen. Und ich treffe irgendwie gar keinen Großartigen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich rede währenddessen. Es lenkt auch immer ein ganz bisschen ab. Ich treffe die tatsächlich besser und ich spiele auch ein bisschen besser, wenn ich nicht quassel. Oh Wunder. Mit Gelegenheit nutzen, das ist genauso wie Technikerin übrigens ein sehr gutes Anfänger-Perk, habe ich oben Superhit mitgenommen. Mit dem Superhit, wenn ich den Killer mit einer Palette auf den Kopf treffe. Ah ja, im Moment ist ein Mini-Event. Erkläre ich gleich. Wenn ich den Killer mit der Palette auf den Kopf treffe, bekomme ich einen Sprint-Boost. Da vorne ist. Nee, das verstehe ich nicht. Ach, da wurde ein Skillcheck vermasselt, deswegen er hat Totenschalter dabei. Genau. Sprintboost von 150% Laufgeschwindigkeit und derzeit gibt es ein Mini-Event mit diesem Gedönse hier. Das ist von Meteor Maker, von den gleichen. Ui, Büb hat's gemacht. Entwicklern wie Dead by Daylight, also von Behavior ein Spiel, meine ich. Da vorne ist der Killer. Der Gen ist auf 0. Wir haben jetzt da hinten und hier eingemacht. Ich guck mal, dass ich da vorne einen Gen jetzt irgendwie mache, obwohl der hier in der Mitte ist. Mitte wäre auch gut. Das heißt, ich guck mal hier vielleicht. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Genau, in der Beschreibung von Superhit war noch dabei, dass wenn mein Rivale einen Fehler begeht, ich die Gelegenheit nutze. Deswegen passt das auch so rein von der Beschreibung her sehr gut mit Gelegenheit nutzen zusammen. So, ich habe jetzt einen Stack auf Hyperfokus maximal, kann ich 6 Stacks sammeln. Und ich verliere den, sobald ich den nicht mehr großartig treffe. Ich gehe wieder zurück zum Haken. Also ich habe jetzt 2 Gens im Alleingang gemacht. Nee, gar nicht wahr. Aber ich habe schon 2 Gens auf jeden Fall gemacht. Und einen Anhook, ich finde es ganz nice, wenn jemand. So, okay. Wir gehen mal weg. Gehen wir trotzdem hier durch. Ja.
Und Superhit. Klasse. Genau, mit dem Item von Meteor Maker, also mit diesem komischen Gedönsel, kann man interagieren. Warum ist nie jemand am Gen? Jetzt ist jemand am Gen. Ganze Runde über sehe ich nie jemanden am Gen sonst. So, jetzt habe ich eine Abklingzeit auf Superhit. 40 Sekunden bin ich erschöpft. Das war richtig witzig. Das passt halt ganz gut mit Gelegenheit nutzen. Nicht nur von der Beschreibung her, sondern auch so von der Nutzung her. Ich glaube, er baut sich einfach ein 3-Gen auch, ne? So, Kate ist dead on hook. Ui, den habe ich großartig getroffen, der lief rückwärts. Man bekommt übrigens, wenn man, genau, Meteor Maker, ein Event, bekommt derzeit einen Charm. Schade. Der ist jetzt auf 99. Ja, ich hätte nicht die Palette campen dürfen. Man bekommt einen Charme, wenn man mit diesem komischen Roboter-Ding da oben, ich weiß nicht, was es ist, interagiert. Ich hing noch kein einziges Mal, du bist dead on hook. Willst du jetzt wirklich hier... Ja. Okay, cool. Ja. Bergbild erklärt, Event immer noch nicht zu Ende erklärt, immer wieder unterbrochen. Ich bekomme einen Charme. Ich interagiere mit diesem Gedönsel da oben. Und ja, danke fürs nicht heilen. Es arbeitet wieder niemand am Gen. Niemand arbeitet am Gen. Wie kann das sein? So, Technikerin ist auch gegen überladen. Mega gut. Und ich sehe zu, dass ich mich jetzt heile. Das ist ja total lächerlich. Oha. Oha! Ja, wir haben hier... Hui, ich bin hier. Also... Ja, wenn die den machen, haben wir auf jeden Fall einen 3-Gen. Hier oben, links in der Ecke, rechts in der Ecke. Aber eigentlich haben wir jetzt auch alles gesehen in der Runde, was wir sehen wollten. Gegen den Doktor ist Technikerin halt super, weil die Skillchecks manchmal andersrum laufen und schwieriger zu treffen sind. Ich habe schon mal einen Stack auf Hyperfokus sammeln können, mit Gelegenheit nutzen und Superhit konnte ich. Danke. Und ich konnte mit dem Gedöns hier interagieren. Ich gehe mal zu Ace, der soll mich mal heilen. Der macht aber lieber ein Totem gerade. Wenn der das nicht segnet, ne, bin ich richtig wütend. Er macht kaputt, er segnet nicht. Ich bin auf Stufe 3, das heißt, ich schrei gleich auf. Und wir haben gleich auf jeden Fall ein 3-Gen gegen einen Doktor. Ist ein 3-Gen richtig doof. Generell ist ein 3-Gen doof, aber ja. Ah ja, cool. Ich weiß nicht, ob er jetzt auf mich geht oder in seinem 3-Gen bleibt. Er geht nicht auf mich, er bleibt in seinem 3-Gen. Ace hat sich wegkrabbeln lassen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Weiß ich wirklich nicht. Kann ja schon wieder groß schocken. Er hat gerade eben erst groß geschockt. Kommt darauf an, ob er eine höhere Abklingzeit hat oder nicht. Oha, 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 er ist wieder hier. Ich gehe wieder in den Schrank. Er ist direkt hier. Es ist im Rahmen des Möglichen, dass er weiß, dass ich hier bin. Okay, jetzt...
Und Ace macht Fluchtversuche. Leicht ungünstig. Aber andererseits, ja, gewinnen wir jetzt sowieso keinen Blumentopf mehr. Aber wir konnten zeigen, was wir zeigen wollten. Und das ist doch, was zählt, oder? So, Überladen zählt nicht auf Hyperfokus, weil es kein großartiger Fähigkeitscheck ist, sondern nur ein schwieriger. Ace wird wieder gejagt. Das heißt, ich hole mir jetzt noch die Gen-Punkte und dann gucken wir mal, wie es so weiterläuft. Wie findet ihr das Mini-Event, was derzeit läuft? Mit dem Charm, den man bekommt. Das ist so ein kleiner HRV-Roboter. Ich habe den, das war Technikerin, auch schon am Brutzel. Am Gürtel, ich kann ihn gleich mal zeigen. Da, seht ihr? Da unten. Ich gehe wieder in dieses Gedönse hier. Er macht einen großen Schock direkt neben mir. Nicht aufmachen, nicht aufmachen, nicht. Oh, echt? Boah, das war aber richtig lucky jetzt, oder? Das war richtig lucky. Also für ihn, für mich nicht so. Schade. Naja. So ist das manchmal. Ich hatte am Anfang ein bisschen tunnelig gespielt, wobei ich nicht weiß, die Kate hat sich auch massiv reingeworfen bei mir gerade. Er hat sich, glaube ich, hauptsächlich auf das Gebiet da hinten konzentriert. Und da ist das wahrscheinlich einfach nur so passiert. Ich denke, er hat relativ fair gespielt. Ace hat noch Adrenalin, das heißt, wenn der Doktor die Luke jetzt finden würde, hätte Ace nochmal eine Chance zu entkommen. Naja, oder auch nicht, weil er ziemlich crazy am Boden ist. Nicht so lucky, der liebe Pokerspieler Ace gerade. Hm? Oh, er kriegt die Luke geschenkt. Das ist doch süß. Gehen die Luke suchen. Aber ich weiß nicht ganz, weswegen man für den 4K slackt, um dann die Luke zu verschenken. Wisst ihr das? Weswegen man das tut? Aber ist egal. Also ich nichts dagegen, dass er die Luke verschenkt, aber weswegen slackt er für den 4K, um dann doch noch die Luke zu verschenken. Naja. Hat er gut gemacht. Ich sage GG. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.